Ich habe ganz vergessen, dass die Runde noch gar nicht angefangen ist und ich über meine Box gesteppt bin. Das ist nämlich auch nice, wenn es gibt so Anfangsboxen, wo man ja so eingesperrt ist, kann man auch einfach drüber steppen. Oh, nice. Alter, ich habe alle! Ihr habt ein Dreier-Team alleine gemacht und zwei davon habe ich auf einen HP down gemacht. Yo Leute und herzlich willkommen zurück zu der Zec und ja, wir spielen auf CubeCraft. Mit Schnippel, aber ohne Schnippel, weil Schnippel nur CSGO spielt und dabei Upraged, weil er gegen Hacker spielen muss. Und wir spielen mit einem anderen Centaurus-User. Ja, und der Client ist ziemlich nice, das wusste ich eigentlich gar nicht. Beziehungsweise ich habe vergessen, dass 3-Block-Step durchgeht. Und CubeCraft, der hat auch noch so einen CubeCraft-On-Ground-Speed, der ziemlich schnell ist. Der ist eigentlich wie der Fly, aber ja. Nur der Scaffold gefällt mir nicht so, weil der nicht so schnell ist wie ein Ambien. Und Fly ist halt auch ganz okay. Moin. Kilaura ist sowieso perfekt. Auf jedem Server. Ah ja. Bau ruhig Sachen. Ich kann einfach da drüber steppen. Oh, ist das lächerlich auf dem Server. Der baut so Sachen einfach so wirklich zwei hohe Blöcke. Ich steppe einfach drüber. Nice. Geil. Legends haben halt wirklich gar keine Chance, egal was die machen. Ich glaube, die sich wegbauen, alles. Hoste. Guter Server. CubeCraft macht tatsächlich wirklich zurzeit am meisten Spaß, muss ich sagen. Junge, nur Anti-Mates. Junge, Ach ja, genau, stimmt, ja. Snipe spielt nicht nur gegen Hacker, sondern auch noch mit Anti-Mate-Teammates, die ihm bei so 10k nicht mal eine AK droppen wollen. Du tust mir richtig leid, ich spiele dafür gleich bestimmt auch mal CSGO mit dir und boost dich. So, Killer ist aus. Dann, ja moin. Okay. Anscheinend war das zu lange. So, wir spielen jetzt einfach mit Ambien weiter, einfach weil der Centaurus Fly ein bisschen zu schnell Autobahn, finde ich. Ich habe ihm aber auch schon geschrieben, wie er das verbessern kann. Und die Config war auch ein bisschen outdated, hat er mir dann direkt gesagt. Er meinte irgendwie, die war schon ein paar Monate alt, also von daher, ja, nicht so gut. Aber egal, wir spielen einfach mit Ambien weiter. Das einzige Problem hier mit Ambien ist, dass wir keinen 3-Block-Step haben, weil man bei Ambien einfach nicht die Step-Höhe einstellen kann, was ich ziemlich unpraktisch finde. Sollte eigentlich jeder Client haben für so Server, wo halt eben sowas durchgeht, weil das halt einfach nice ist, sowas zu haben. Aber ja, ich wollte eigentlich gerade sagen, wir bräuchten mal besseres Equipment. Wir könnten ja vielleicht einen Kill machen, aber so wie wir die Leute hier outrangen, ich glaube nicht, dass wir besseres Equipment brauchen. Ich glaube, das passt auch so schon. Ich habe meine Range gar nicht runtergestellt. Egal. Moin. Haust du rein und wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Ich wurde gerade irgendwie trotz 6er Range nicht gebannt. Eigentlich, wo ich 6er Range in letzter Zeit immer drin hatte, hat es mich auf dem Server gebannt. Also ich bezweifle mal, dass was verändert wurde an dem Anti-Cheat, weil das wurde gefühlt seit Jahren nicht mehr. Aber ja, auf jeden Fall ging das gerade. Ich habe es trotzdem jetzt einfach mal vorsichtshalber runtergestellt, weil ich keine Lust habe, gebannt zu werden, verständlicherweise. Und irgendwas hat den Fly gerade verbuggt. Egal. Machen wir das einfach mal so. Moin. Oh ja, ich müsste vielleicht auch noch meine Klaure anmachen. Wäre praktisch auf jeden Fall, um den Gegner zu töten. Und ich habe einen falschen Step-Mode drin, aber ich mache es jetzt einfach mal aus. So. Kurz so hochtauern. Dann. Moin. Hoste. Ich finde es auch richtig witzig, wie viel Knockback die Leute mal auf dem Server bekommen. Ist schon ziemlich unterhaltsam. So. Und dann. Okay, nee, so bauen wir uns einfach. Das geht eigentlich schneller als mit dem Fly sogar. Und dann sind wir auch schon direkt wieder beim. Ja, komm. Von hier aus können wir fliegen. Es lohnt sich sogar wieder. So. Moin. Ah, hätte der mich mal gesehen, dann
wäre das ein bisschen schneller gegangen. Aber dann machen wir das halt einfach so. Es war eine Runde mit 24 Spielern drin. Und die geht dann 2 Minuten. Ja, gut. Bin ja gespannt, wie viele Kills ich davon gemacht habe. 48 Blöcke sind jetzt nicht so viele. Aber egal. Das Scaffold Walken uns trotzdem mal so gut es geht. So. So. Okay, da habe ich gerade ein bisschen gefailt mit dem Fly. Dann benutzen wir wieder Scaffold. So. Moin. Also, CubeCraft kann man ja tatsächlich sogar ziemlich schnell gebannt werden mit schlechten Settings und einem schlechten Client. Da verwundert es mich aber einfach richtig, wie viel durchgeht, wenn man es halt richtig macht. Aber gut, letztendlich ist das bei jedem Anti-Cheat, so ist eigentlich dumm, sowas zu sagen. Ja, also das ist jetzt der Punkt, wo ich sage, dass ich keinen Bock mehr habe. Weil es ist jetzt inzwischen wieder 1 Uhr morgens. Es sind jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal heute die Server down. Und insgesamt lief einfach alles nicht so, wie es sollte. Und jetzt habe ich aber einfach nicht mehr die Möglichkeit aufzunehmen. Deshalb viel Spaß mit ein paar Clips von Fortnite LG. Übrigens, die Screen Resolution ist so AIDS, weil es halt auf meinem Mainscreen aufgenommen ist. Und man in Fortnite irgendwie nicht, wenn man so einen Bildschirm hat, die Resolution verändern kann. Fortnite ist halt auch ein Scheißspiel, aber es macht Spaß. What the fuck, Alter? Der erste ist in dem mittleren Haus hier. Das weiß ich, 100%. Ich hab 7 HP. Der ist in dem Haus, aber ich hab ihn auch mit 70 getroffen. Hab ihn! Hundesohn, warte erstmal tanzen hier. Alter, ich habe alle auf 1 HP. Ja, es ist so reingeschnitten, Blade. Der Massagesessel entspannt, glaube ich, gut rein, Alter. Das liegt noch im. Ich habe ein Dreier-Team alleine gemacht und 2 davon habe ich auf 1 HP down gemacht. Wir können in die Zone und down. Da hinten ist eine riesige Base und da springt auch jemand. Da sind Leute. Wo? Da, Osten. Alter. Ja, die haben richtig AIDS. Ich glaube, die denken wirklich, das ist Minecraft. Da ist ein Busch, Da ist ein Busch auf Süden. Busch auf Süden. Hab ihn. Ich bin low, ich bin richtig low. Die treffen mich. Hab ihn. Oh. Mit Deagle downed. Nice. Da ist er. Nice. Mate kommt von ihm. Nice, sehr schön. Hab einen down. Absolut Wallhack, Junge. Scheiße, einer pusht uns links. Nordosten. LOL! Ich habe nichts gemacht! Ich habe nichts gemacht. Ich habe 2 Kills, aber ich habe trotzdem am Ende nichts gemacht. Ich fühle mich richtig useless gerade. Alles klar, das war's dann auch schon mit den Clips. Ich habe in letzter Zeit nicht mehr so viel geshadowplayed, obwohl ich gerade in den letzten paar Tagen sehr viel gespielt habe. Ich bin eigentlich auch noch besser geworden als in diesen Clips, aber gut. Ich werde mal im nächsten noch ein bisschen mehr aufnehmen. Vielleicht fandet ihr das ja ganz interessant und dann bringe ich da auch mal ein paar Videos. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, wie ihr das fandet. Ich wollte das jetzt einfach irgendwie sinnvoll füllen und anstatt dass gar kein Video kommt, ist das, denke ich mal, besser. Ich hoffe, euch hat es wie gesagt wie immer gefallen. Der Ambient Client und auch der Centaurus Client sind in der Beschreibung verlinkt. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und einen Kommentar da und wir sehen uns dann morgen beim nächsten Video wieder. Haut rein, ciao.